Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Sanitarium. Der Wahnsinn ist in dir. Wir haben jetzt in der letzten Folge eine, ja, Genmanipulation, würde ich schon eher sagen, gesehen, der sehr lange gebraucht hat, wie wir sehr fertig geredet waren. Und wir sind jetzt hier in der Gemächer von Gromna. Diese Skizzen verstehe ich nicht. Ja, du bist halt der Kämpfer und okay. Verstümmelte Maden, was macht Gromna nur mit denen? Verstümmelte Maden, was macht... Ein abgeschlossener Schrank. Wahrscheinlich hat der Verräter was Wichtiges drin. Ja, wenn er das schon so sagt, können wir da was tun? Mist. Ein abgeschlossener Schrank. Wahrscheinlich hat der Verräter was Wichtiges drin. Hast du schon mal gesagt? Ein Fuhr, das ist nicht okay. Ein Fuhr... So, so, so mal. Das funktioniert nicht. Funktioniert das vielleicht? Und jetzt? Auch nicht. Das hier. Na, mach's weg. Das Kissen sieht recht klumpig aus. Ah! Aha, ein Schlüssel. Ja, warum knacke, wenn ich einen Schlüssel habe für das Ganze? Was haben wir hier? Na, geh auf die Seite. Aus der Kontrollkonsole kommt ein komisches Geräusch. Ein Sound. Okay, ich hoffe mal, dass wir... wo ist jetzt die Tür? Ah, da. Jetzt hoffe ich schon mal zumindest, dass wir hier drüben jetzt was tun können. Ah, da ist er schon gerutscht. Verstehen Sie den Zweck dieses Dings? Noch nicht ganz. Ich brauche mehr Zeit dafür. Gromna hat zwei Teile herausgenommen, so eine Art Generatoren. Ich muss die wieder einbauen, um die Maschinen zum Laufen zu bringen. Dummerweise weiß nur Gromna, wo die Teile sind. Ja, ein Teil habe ich ja schon mal. Das hilft gar nichts. Das kann ich nicht. Das können das. Nein, nicht. Das kann ich dort nicht benutzen. Ja. Okay, das kann ich dort nicht benutzen. Aber wo? Eine Art Scanner. Ja, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Hier bin ich nur im... Da fliegen Käfer auf. Wohin das Rohr wohl führt? Kann ich auch nichts tun anscheinend. Ja. Kann ich hier wieder was machen? Geht das vielleicht? Das kann ich nicht. Muss ich durch die Eingeweide des Monsters? Oh. Hallo, meine Kinder. Euer Vater ist hier. Vater ist hier. Irgendwie sehr gruselig. Was haben Sie mit dem armen Kerl gemacht? Der hat einen Insektenkörper. Och ne, nicht schon wirre. Wer sind Sie? Ich bin Grundl. Und Sie sind? Ich bin Grimwall. Grimwall. Der Held. Zu spät, um uns zu retten. Sie hält. Woher kommen Sie? Wie Wissenschaftler um die Insekten zu erforschen.
Alter, jetzt kommt auch immer mehr. Wer hat sie geschickt? Kommission. Die Insektenplage zu stoppen. Plage? Sie meinen, die Insekten wollen die Städte unten einnehmen? Ja. Ich bin Gromner, die Insektenplage. Alter, da kommen wir immer mehr dazu. Das Friedensabkommen? Friedensabkommen. Es hilft, den Gewandstärker zu werden. Mit Kybernetik. Wie werden wir der Verhandlung angreifen? Okay. Was? Ich muss die Kommission warnen, bevor es zu spät ist? Es ist zu spät. Zu weit weg von der Stadt. Unsere Leute sind alle verloren. Gromner ist ein Verräter. Verräter und Schlechter. Nichts ich angetan, wollte nicht, dass ich flüchten kann. Ich sitze hier fest. Für immer. Team? Welches Team? Friedenskommission. Die Insektenplage zu stoppen. Alter, da tun die Insekten besser sprechen als die. Was machen sie hier? Ich füttere die Klons. Das sind keine echten Kinder. Echt? Echt genug? Damit die Königin sie frisst. Oh Gott. Ihr Gott kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Ja, danke, auf Wiedersehen. Kann ich mit dem Hammer ihm auf den Kopf schlagen, dass das alles... Das kann ich doch, das kann... Kinder in Käfigen. Das wird ja immer schlimmer. Diese Maden machen Geräusche. Was das wohl soll? Diese Maden machen komische Geräusche. Ich frag mich... Oha. Oh Gott. Ja, das ist das... Mist. Diese Maden machen komische Geräusche. Ja, aber wie finde ich das? Boah. Keine Ahnung. Sogar die Tür ist von einer Wand aus lebendigen Würmern blockiert. Nein, das würde sogar... Oh Gott. Die Maden machen komische Geräusche. Ich frag mich... Du.
glaube, das ist mit. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Mist. Boah, also irgendwie raff ich das gerade nicht so. Sogar die Tür ist von einer Wand aus lebendigen Würmern blockiert. Ja, aber ich muss jetzt hier das. Diese Maden machen komische Geräusche. Ich frag mich. Hat sich doch jetzt fast zur Auge gehört, oder? Mist. Ach so, okay. Diese Maden machen Kuh. Nee, dann anders schauen. Ich raff das nicht. Mist. Machen komische Geräusche. Ich frag mich. Also. Mist. Keinen Plan. Muss ich durch die Eingeweide des Monsters? Können wir noch irgendwo anders dahin? Das hört sich an, ob der 3 oder 1 selbe Ton wäre. Diese Maden machen Kuh. Also. Ich krieg das nicht hin. Mist.
Ich krieg das sogar nicht hin. Die Tür ist von einer Wand aus lebendig. Diese Maden machen Kru. Ja, laber nicht so viel und geh doch hin. Im Endeffekt spiele ich wahrscheinlich irgendwelche andere Melodie. Keinen Plassen, wie das funktionieren soll. Vielleicht tippe ich die mal andere Größe. Auch nicht. Mist. Nee, also irgendwie kriege ich das nicht so hin. Muss ich durch die. Vorhin bin ich doch 8 durch. Ah, okay, das muss man das dafür benutzen, dass man das kann. Kein Plan. Naja, der redet auch nicht mit mir. Kann ich den noch irgendwie? Naja, auf Wiedersehen. Ist vielleicht noch irgendwas an der Aufzeichnung, dass ich vielleicht irgendwie Hilfe krieg von da? In Gromnas Notizen heißt es, dass der Soundgenerator die Wurmtransportröhre öffnet. Diese Skizzen verstehe ich nicht. Also, wir haben den Wurmgenerator, wir kommen mal hoch, wir kommen aber nicht. Ich komme nicht an dem Rätsel vorbei, weil ich einfach nicht musikalisch genug anscheinend bin. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt einfach mal gucken, was das für ein Code ist und werde dann einfach mal benutzen. Also, das, dann das, dann da. Wusch. Schon sind wir da drüber. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr die Lösung weiß, schreibt mir es bitte unten in die Kommentare. In diesem Sinne, haut rein, genießt den Tag und tschüss.